herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute einen mega exciting und big Beauty Haul für euch. Dieses Video wird relativ lang, ich denke mal so eine halbe Stunde oder so. Aber ich zeige euch, was ich so die letzten Tage zusammengetragen habe. Ich bin heute total im natürlichen Look. Also ich bin heute not full glam, you know. Aber ich fühle mich auch mega wohl. Also ich habe heute nur ein bisschen Born This Way Foundation im Gesicht, ein bisschen Concealer, noch nicht mal Wimperntusche. Ihr wisst ja, meine kleinen Krüppelwimpern, die lohnen sich nicht zu tuschen. Und auf jeden Fall habe ich ganz, ganz tolle Sachen von Primark. Vom Primark habe ich so krasse Sachen entdeckt. Von Kiko. Und ich habe einen ganzen Bunch von diesen ganz neuen Essence und Love Cosmetics Paletten. Da sind teilweise Sachen dabei, wo ich dachte, wow. Und teilweise Sachen so, wow, der Preis ist wow. Aber die Palette war auch richtig gut. Und dann habe ich hier noch die Morphe Palette, The Vault von Jaclyn Hill. Das zeige ich euch auch gleich. Und eine Beauty-Bestellung, die sehr lippenproduktelastig ist. Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Videos euch wahnsinnig Spaß machen. Alles, was ihr hier seht, habe ich selber gekauft. Es ist Monatsende, Leute. Gönnt euch. Geht auch gerne mal bei der Alida vorbei. Sie hat auch andere Paletten euch, die sie euch zeigen kann. Ich habe nämlich keine Augen- und Cheek-Palette gekauft von Catrice, sondern habe nur die Baked Highlighting-Palette gekauft. Ich bestücke mich jetzt mal mit feuchte Tücher und let's go! Was hat Danny schon wieder ausgegeben? Fangen wir mal an mit Kiko, das ist eigentlich der schnellste. Bei Kiko gab es wieder super krasse, super Angebote. Wirklich, da gab es ganz tolle. Ich bin jetzt schon ein bisschen on the hunt an vielen Sachen für Halloween. Ich werde als Queen of the Night gehen, also sehr lila, purple, blau geschminkt sein. Und ich habe da einige Items gekauft. Oh, ich bin so froh, dass ich das endlich auspacken kann. Ist so nervig, wenn man das immer zu Hause fahren hat. Und zwar habe ich von der Gold Waves Edition, das ist ja praktisch diese super schöne Packung, da hatte ich euch mal einen Haul gezeigt, wo ich praktisch auch die Bronzer davon gekauft habe. Und habe mir einen ganz, ganz dunklen Lippenstift geholt und zwar in so einem Burgundi, in so einem Burgundy. Die Lippenstifte sind wirklich mega schön, das ist so ein dunkles, ja, dunkles Lila, eigentlich eher ein dunkles Bordeaux. Sind sehr schöne Lippenstifte dabei, auch das Packaging, Leute, also das ist wirklich, sieht so expensive aus, unglaublich. Ich habe mir übrigens auch die Nägel ziemlich kurz geknipst, die werden nächste Woche neu gemacht, aber die werden jetzt so kurz bleiben, weil ich halt jetzt wieder in den Pflegeheimen schaffe und ich möchte dann niemanden verletzen oder so, also da geht mir dann die Schönheit doch nicht über alles. Dann habe ich noch eine andere Farbe, ich muss sagen, ich habe aber die anderen auch davon und habe jetzt praktisch, ich glaube für eins davon habe ich glaube 2 € bezahlt. Und es war halt mega billig, da konnte ich natürlich dann nicht dran vorbeilaufen. Dann habe ich hier nochmal eine andere Farbe, das ist so ein richtiges Cool Tone Braun. Gefällt mir aber sehr gut, ich trage sogar so Wahnsinn. Ihr werdet später bei den Liquid Lipsticks von Beauty Bay sehen, dass ich sehr, sehr dunkel gerade bin. Dann habe ich noch aus der, also ich glaube das ist so eine Fall Collection, genau, habe ich einen Shine Lippenstift mitgenommen und zwar in einem peachigen Ton. Den habe ich auch schon in der Tasche gehabt. Die Kiko-Lippenstifte. Die liebe Kiso hat jetzt ein ganz tolles Video gemacht über ein Full Face of Kiko. Ich kann euch einfach nur sagen, dass ich Kiko-Produkte wahnsinnig gut finde. Und ja, sie sind sehr teuer, aber nur, wenn man zu einer dummen Zeit einkauft. Denn eigentlich könnt ihr eigentlich immer super Rabattaktionen finden. Und dann habe ich noch einen Metal Liquid Lips Color. Und zwar in diesem krassen Blau. Und zwar, dadurch, dass ich ja dieses Queen of the Night habe, bin ich mir noch nicht sicher, in welche Farbrichtung ich gehe. Aber für 2,40 Euro einen derart schönen Liquid Lipstick in einer Metalloptik. Seht euch mal das an. Das ist richtig, richtig schön. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Nur mal so ein kleiner Disclaimer. Hinter mir, ihr Süßen, ist wirklich kein Make-up, sondern das ist alles, das sind schon beklebte Schubladen. Die habe ich jetzt einfach nur hier gelassen, weil ich bin jetzt gerade momentan, ich werde im Oktober, Ende Oktober, auch wegen der Glow, wegen Berlin, nicht so viel hochladen können, weil ich einfach so beschäftigt bin. Ich bin gerade am Schränke kaufen, am schöne Couchtischen aussuchen, am Beleuchtung aussuchen, alles Mögliche für mein Beautyzimmer. Ich bekomme ja praktisch so einen Packschrank, was ihr hier seht. Ja, dieser Packschrank, der ist ja 2 Meter 42 hoch. Der wird komplett Beauty-related sein. Der wird alles nur mit Beauty voll sein. Ich versuche dann euch auch mal zu zeigen, wie die Transformation von diesem Zimmer in das andere Zimmer passiert. Ich hoffe, das gefällt euch. Also lasst diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr das sehen möchtet. Dann habe ich was gekauft, wo ich so gespannt bin, wie die sind. Ich habe bei Primark immer wieder mal Pech gehabt mit Beauty-Blendern oder sowas. Aber
Die da sind so weich, Leute. Ich bin mir for sure, dass die richtig geil sind. Der hat so ein richtig geiles Muster. Ich werde definitiv mir nochmal zwei Päckchen davon kaufen, weil Primark hat die Neigung, dass wenn ich irgendwas toll finde, die Dinge einfach wegzuverkaufen. Meine Wimpern sind immer weg. Also total zum Kotzen. Und auf jeden Fall habe ich die mal euch nass gemacht. Seht ihr, wie groß die sind? Der ist so ein bisschen so geformt wie der. Also ich kann euch. Oh, der ist dreckig. Das ist der Real Techniques daneben. Also der ist haargenau derselbe. Der Real Techniques ist nochmal ein bisschen weicher. Aber der ist sehr viel fester. Das heißt, irgendwie glaube ich, dass der auch. Die sind beide super weich. Die gibt es im Doppelpack für 2,50 €. Ist eine echte Empfehlung. Dann habe ich hier von den GWA London Girls with Attitude habe ich einmal die Fantasy Lashes. Und zwar einmal die Fantasy Fairy, Mermaid und einmal Fantasy Fairy. Die sind halt sehr fluffy, sind ultra lang, also richtig lang. Und ich wollte die mal austesten. Sie haben ein sehr, sehr dünnes Band, was halt das Ansetzen von den Wimpern sehr einfach macht. Zumindest glaube ich das. Und dann habe ich noch etwas gefunden, Leute. Also da muss ich echt sagen, Primark ist ja dafür sehr bekannt, wirklich zu dupen. Aber können wir bitte mal über diesen krassen Fenty-Dupe? Das ist der Pure Highlighter in der Farbe. Das steht aber nur Highlighting Powder in der Farbe Arctic Ice. Der hat 4 € gekostet, Leute. Können wir bitte mal über diesen Glow sprechen? Das ist ein Highlighter, der hardcore nachgemacht ist vom Packaging wie Fenty Beauty. Fenty Beauty kommt ja am 9. nächsten Monat, also diesen Monat, der 9.9. ist ja bei mir Startup, dass ich definitiv in den Sephora renne. Ich habe bei meinen Mädels im Sephora schon angefragt und sie wissen, dass Mama nach Hause kommt und auf jeden Fall was anguckt. Ich werde auf jeden Fall die Fenty Beauty den Lipbalm kaufen und die Foundation, weil sie halt wohl sehr gut für ölige Haut geeignet sein soll. Und dieser Glow ist nicht von dieser Welt. Ich habe ihn schon ein paar Mal getragen und fand ihn so geil. Er hat auch überhaupt keine Textur hervorgerufen. Der hat mich 4 € gekostet. Packaging, klar, wird ein bisschen schmutzig, aber den fand ich mega schön. Und was ich auch cool fand, ist der nächste Fake eigentlich. Das ist so ein Huda Beauty Squad problematisches Ding. Das habe ich jetzt auch schon getestet und Leute, das war richtig geil. Das ist die Smoke Out Palette, die knallhart wie die von die kleinen Paletten von Huda aussehen. Die sind tatsächlich die gleiche Größe. Ich habe ihm sofort mir die Huda Beauty Paletten angeguckt. Ich glaube, die Coral Fixation und nochmal eine haben sie gehabt. Für 26 € kaufe ich die nicht. Und ich habe jetzt für die 3,50 € bezahlt. Und ich werde auch einen Look mit diesen Sachen schminken. Gib mir nur einfach ein bisschen Zeit. Ich habe ja auch meine neue Arbeit jetzt angefangen. Heute, wenn ihr das gestern, praktisch heute ist der Sonntag, wenn ich euch das Video zeige, gedreht habe ich es am Freitag und am Samstag, gestern also, habe ich praktisch meinen Job angefangen. Das heißt, da werde ich euch immer wieder mal bei Tutorials nebenher was erzählen. Aber das ist richtig geil. Und dann bin ich so an einer Glow-Palette hängen geblieben. Die sieht so aus. Die kostet 7 €. Und das ist die Highlight and Sculpt Cheek Palette. Und die hat mich so krass angefixt. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Diese Palette fand ich heftig pigmentiert. Das seht ihr vielleicht nicht so ganz, aber das sind halt diese Art von Highlighter, die ihr praktisch als Blush-Topper benutzt. Das sieht so geil aus. Ich versuche euch das zu zeigen, Leute. Also es ist wirklich ein Mega-Glow, den ihr dadurch bekommt. Ich gehe jetzt mal in diesen. Leider habe ich jetzt kein. Also ihr tappt ein bisschen auf und dann gebt ihr das über euer Gesicht und euer Gesicht glowt nicht mehr feierlich. Seht ihr das? Ich habe die Sachen gekauft und habe mir. Also ich habe ja nicht so viel Kosmetik von Primark. Aber als ich das gesehen habe, das fand ich so, so hübsch, Leute. Da war ich wirklich obsessed, kann ich euch sagen. Also die hat jetzt 7 € gekostet. Die lässt sich super ausblenden. Ich habe schon ein paar Mal mit der rumgespielt. Ich werde da auch wieder im Tutorial die nochmal einarbeiten. Die gibt es gerade, das ist diese rose-goldene Packung. Es gibt auch noch eine sehr schöne lilane. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber das Problem ist halt, wer trägt schon lila halt im Alltag? Aber wie ihr seht, ich kriege so einen gesunden Glow. Ich habe auch wirklich, das ist zum Beispiel für ein Inner Corner cool. Diese Farben sind halt etwas schlichter.
Aber ihr seht ja diesen Shift zum Beispiel. Das ist auch so, so schön. Mir hat die super gefallen für 7 €. Erinnert mich sehr an diese Anastasia Glow Kits oder wie die heißen. So ein bisschen dieses Nicole Guerrero Style. Nur, dass es halt nicht 6 Pens sind, sondern nur 4. Aber ich fand die richtig schön. Ihr seht, es erzeugt einfach einen so geilen Glow. Ich bin im Primark, also ich hatte da auch schon Foundations, die waren echt nicht schlecht, aber ich muss euch sagen, diese Produkte wie zum Beispiel jetzt Highlighter und so könnt ihr wirklich getrost kaufen. Ich hatte auch schon Lidschattenpaletten von Primark und die sind wirklich geil pigmentiert, Leute. Also mal keinen Scheiß, also die machen keinen Spaß mit euch. Also da sind wirklich, wirklich tolle Pigmente. Ich mache das mal da drüber. Also, das ist jetzt echt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das sieht jetzt mega scheiße aus oder so. Also, ich war sehr überrascht und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall gleich mal die mega, mega, mega schönen Paletten von Essence, Catrice und Love Cosmetics. So, ich zeige euch jetzt mal die ganzen Paletten, die ich von Catrice, Love und Essence gekauft habe. Mit den Preisen kann ich euch eigentlich genau sagen, weil es sind nicht so viele, die ich gekauft habe. Und von dem her, ich habe bei Catrice die Baked Eyeshadows mir angeguckt. Also ich zeige euch mal hier ein Bild. Also ich habe von der Theke ein Bild abgefotografiert oder ich mache es euch direkt groß. Die Paletten sahen unterirdisch aus. Also sie sahen erstens mal so krass von BH Cosmetics abgekapselt aus. Das hasse ich ja wie die Pest. Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht so der ganz große Fan von Dupen, beziehungsweise Dupen in dem Sinne, dass ich zum Beispiel einen Lippenstift finde, der dieselbe Farbe hat, wie zum Beispiel mein Lieblings-Calabasas von Jeffree Star. Da habe ich einige richtig geile Dupes dabei. Das heißt nicht immer, dass die unbedingt die günstigeren Varianten sind, aber es ist einfach, oh, ich weiß nicht. Also wenn ich das Layout sage, also ich zeige euch mal hier so ein paar Paletten. Die gab's von Catrice, das finde ich dann schon frech, wenn die aussehen wie halt die Carly Bible Paletten oder so. Ich persönlich mag es einfach nicht. Ich mag es sehr, wenn die Paletten sehr extra aussehen, sehr eigen aussehen und habe deswegen mir nur eine Palette von Catrice mitgenommen. Catrice an sich hat für mich jetzt nicht sehr starke Lidschatten, hat aber dafür sehr, sehr schöne Lippenprodukte und wa Wahnsinns Nagelprodukte. Und ich habe mir jetzt die Baked Eyeshadows mitgenommen, die in einer ultraschönen Verpackung kommen. Also außen, das behalte ich allerdings nicht, weil das mir zu fett ist, haben die hier so eine riesen Kartonverpackung. Und ihr macht das praktisch auf und dann habt ihr richtig schöne Baked Eyeshadows. Ich hatte die Alida sogar angerufen und gefragt, wie sie sind. Sie war eigentlich sehr begeistert. Die Farbe heißt Starboy, Come Here for Glow and Stars Come Up. Die haben sich irre weich angefühlt. Also ich mochte die sehr, sehr gern. Also hallo. Also das ist wirklich ein ganz toller Glow. Also mir haben alle drei Farben super gefallen. Ich kann auch alle drei Ta Farben tragen. Und sind wirklich sehr weich in der Formulierung. Nicht zu hart gepresst, was mir halt sehr wichtig ist. Also ich habe zum Beispiel Highlighter, die wirklich arschteuer sind. Also wirklich, wir reden hier von 30, 40 €. Und muss halt sagen, dass die wirklich verdammt gut aussehen. Also sehen echt verdammt gut aus für das Geld. Dann habe ich mir noch von Essence, also wir machen jetzt mal bei Essence weiter. Da gab es noch eine Highlight in Cheek Palette, die hat mir jetzt nicht so gefallen, aber mir hat die Get Cheeky Palette gut gefallen. Und zwar hat die, also die Palette hat jetzt, also die Catrice gerade, die Baked Eyeshadows hat gekostet 10,95 und die kostet jetzt 8,95 €. Die kommen alle mit dem Spiegel. Ich musste so lachen. Alida hat in ihrem Video gesagt, dass die Spiegel nicht so toll sind. Die hatten nur eine Folie drauf, Schatz. Du musst die Folie abziehen. Und auf jeden Fall habe ich hier eine Highlighting- und Blush-Palette. Da sind halt, ich gehe da aber nicht ganz rein, weil ich jetzt praktisch das in einem Tutorial nutzen möchte. Da sind, ich halte das mal jetzt davor, da sind jetzt praktisch oben eine ganze Reihe, also zwei matte, drei schimmerige Dings. Ihr könnt natürlich alle von diesen Sachen auch auf den Augen benutzen. Dann gibt es hier so richtig schöne Highlighter-Töne, die halt mal richtig toll von der Farbe sind. Und ich fand die sehr, sehr schön auf der Haut. Und mir haben die auch so gut gefallen. Ich habe ja natürlich alle durchgeswatcht. Ich bin mit dem feuchten Tuchabspender dahin gelaufen. Das ist immer so bei mir, weil ich halt immer gucken will, wie die Sachen aussehen. Sehr, sehr coole Palette. Die hat mir mega gut gefallen. Die Blushes sind auch sehr cool von der Farbe. Ich finde, da ist für jeden Hautton was dabei und für 9 € könnt ihr nichts sagen. BH Cosmetics hat auch ganz tolle Paletten in der Form, sind aber praktisch nur matte teilweise, ja.
Und die drei Paletten, ich habe die in der Werbung gesehen. Ihr seht jetzt volles Ringlicht. Ich habe die in der Werbung gesehen und vor allen Dingen auch bei vielen, vielen YouTubern, die praktisch so gezeigt haben, Essence TV und so. Und ich habe mich dann für alle entschieden. Ich werde da aber nicht so viel dran swatchen. Ich werde nur ein paar euch zeigen, weil die kosten eine 9,99. Die kommt in, also die wird in so einem Carport gezeigt und dies ist so eine Plastikverpackung, was mich allerdings null stört, weil ob ihr Karton oder Plastik habt, das ist eher so Geschmackssache, was euch persönlich gut gefällt. Dann habe ich hier die einmal die Natural Look Palette. Der Spiegel hätte mir jetzt besser gefallen, wäre er durchgängig gewesen. Ja, ihr seht ja jetzt so, ihr habt jetzt einen Spiegel hier. Ich drehe jetzt aber die Palette um, dann könnt ihr sehen. Also die Palette ist sehr, sehr schön. Also es sind wirklich tolle Bronzetöne dabei und es sind auch gepresste Glitzer dabei. Also es sind nicht nur praktisch Lidschatten dabei, die nur schimmrig sind, sondern es sind wirklich gepresste Schimmertöne und so. Und wirklich von einer so krass guten Qualität. Ich finde, dass sie nur ein bisschen krümelig sind, was mir einfach nicht so krass Kopfschmerzen bereitet, denn ich hatte schon andere Paletten, wo ich ein Schweinegeld bezahlt habe, wo es noch schlimmer gewesen ist. Das ist halt eine sehr natürliche Palette. Ihr seht ja zum Beispiel in dem Fännchen hier, wo ich reingegangen bin, dass da halt schon ein bisschen Fallout ist und so. Aber wenn ihr mit einem angefeuchteten Pinsel reingeht, dann ist das echt absolut nicht schlimm. Den Karton schmeiße ich weg, weil bevor ich, also ich ziehe zwar in ein neues Zimmer, aber ich kann halt nicht in eine extra Wohnung ziehen für meine Paletten. Das machen wir nicht. Und dann habe ich hier die nächste Palette. Und zwar ist es die Eye Flirt. Die kommt auch in so einem Carport. Die eine Palette hat mich so erinnert an diese Jaclyn Hill Palette. Und ich fand diese super, super schön. Das ist die Eye Flirt Palette. Das ist eine sehr romantische Palette. Ich zeige es euch mal richtig rum. Die Namen stehen auch drauf. Das ist richtig schön. Ihr habt ein wunderschönes Lila hier. Also das ist so eine schöne Farbe. Allein wegen dem hätte ich schon gekauft, sage ich euch ehrlich. So eine mega schöne Farbe. Ich habe hier noch ein Gold, was mir super gefallen hat, wo wirklich so vibrant ist, was mir super auch bestimmt auch cool auf dem Auge ist. Dann haben wir hier die Farbe Sparkle, die ich auch fuck geil fand. Also die ist so heftig pigmentiert, Leute. Die Frau im DM hat gemeint, ja, sie findet die Catrice besser, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dass die tausendmal besser sind, die von Essence. Auch für den Preis, also ihr kriegt wirklich 5, 6, 20 Lidschatten für 9,99 €. Das finde ich schon richtig geil. Jedes Thema hat so seinen eigenen Reiz, finde ich. Also das eine ist halt sehr bunt und sehr flirty. Das andere ist mehr lila. Und dann habe ich noch eine Palette, die mir am besten gefallen hat. Das ist die, wo ich im Prinzip aufgemacht und gesagt habe, boah, das ist die eine Jaclyn Hill mit vielen, vielen Schimmertönen. Und zwar, so sieht die aus. Also das ist eine wirklich mega runde Palette. Ihr habt wirklich ein tolles, tolles Blau, ein Grün. Ich swatche euch mal diese Farben, weil ich die einfach zu krass fand. Hallo, für das Geld, Leute, schaut euch mal bitte an, wie krass die pigmentiert sind. Ich fand die mega, mega gut. Es sind coole Transition Shades dabei. Nur zum Abdunkeln. Ich schmier jetzt nicht genug dabei. Da habt ihr jetzt hier so ein Matt, aber das ist auch mega schön, gell? Ihr habt praktisch eigentlich genug Lidschatten dabei. Ich bräuchte jetzt nur noch ein bisschen mehr dunkles Braun oder so. Aber die Palette hat mir auch echt, echt krass gut gefallen. Und jetzt kommen wir mal zu einer Palette, wo ich erst gar nicht gedacht habe, dass sie mir gefallen würde, weil die ist halt echt nicht billig. Also da musste ich mich auch echt überwinden und ich habe sie auch nur mitgenommen, weil ich von meiner Payback-Karte, ich glaube, fast 20 € Punkte da hatte. Also richtig, ich hatte fast 2000 Punkte oder so. Und ich habe mir noch von Dove Cosmetics die Dare to Dare Palette gekauft. Und die Dare to Dare Palette kommt wirklich in einem sehr, sehr schönen Packaging. Also ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass sie billig aussieht. Ich behalte auch diese Cheats immer, weil ich dann halt die wieder einpacken kann. Die kommt mit so einem Magnetding. Seht ihr das? Ihr müsst das umklappen. Und dann kommt das in einem riesen Spiegel und praktisch einer sehr, sehr schönen, sehr herbstlichen Auswahl an Paletten, Farben. Das Ding hier ist auch in irgendeinem, ja, das ist Plastik, aber kein Karton oder so. Und ich zeige euch mal drei Farben, weshalb ich sie letztendlich gekauft habe. Und zwar fand ich die so derart heftig, dass ich gesagt habe, wow, die Palette ist wirklich geil. Also ich habe wirklich
mega schöne Farben drin. Seht ihr mal? Also das sind so tolle, weiche, buttrige Töne. Was mir an der Palette sehr, sehr gut gefallen hat, es gab da noch andere. Es gab da noch welche mit mehr Lila drin, mehr Gold oder so. Aber ich bin eigentlich diese goldenen Looks ein bisschen satt, muss ich sagen, weil dieses Gold, diese Zeit ist irgendwie für mich ein bisschen vorbei. Also Herbst bedeutet für mich eher so Richtung dunkelblau, lila. Also gerade die Töne, die man nicht so viel benutzt. Und gerade dieses Blau da, dieses matte Blau hat mir so gut gefallen, Leute, dass ich gesagt habe, das muss definitiv mit. Und dadurch, dass ich halt 20 Euro Payback-Punkte hatte, ich wollte die einfach testen. Also das ist jetzt auch für mich, ich lege sie mal andersrum, das ist eine wirklich schöne Palette. Ich fand dieses Grün, das ist natürlich so ein Standard-Türkis, Pop of Color, das ist ja so Standard. Hier habt ihr für euren Neutralen, ihr habt halt ein wunderschönes Gold drin. Das ist halt wirklich mega schön. Und das erinnert so mich ein bisschen an diese Violet Voss Paletten. Die Violet Voss Paletten, welche auch richtig schön ist, ist die Farbe diese hier. Das ist so ein mega schönes. Ich sag, das ist dieser, ich habe Alida sagt immer, das ist ein MAC Pigment. Das ist tatsächlich, ich kenne die Farbe tatsächlich nur von ihr. Und ich finde die Palette mega, mega schön. Also ich habe wirklich, glaube überhaupt keine Bedenken, dass es das wirklich eine sehr schöne Palette sein wird. Es wird auf jeden Fall auch ein Get Ready With Me mit neuen Produkten geben. Dann werde ich euch alle Produkte mal so ein bisschen vorführen und zeigen, wie die laufen. Die Videos sind natürlich ein bisschen länger, aber damit das Video hier nicht zu kurz wird, gehen wir jetzt rüber zum Beauty Bay Haul und zum Morphe. Bei Morphe gibt es das Jaclyn Hill Wall zu kaufen. Und zwar, ich hatte mir schon wirklich überlegt, ob ich eine Review darüber mache. Aber ich kann gerade irgendwie nicht mich da durchringen, diese Paletten zu reviewen, weil ich habe einen derart beschissenen Look, Entschuldigung, privat geschminkt, dass ich so genervt war von dem, also das Verblenden von manchen Farben hat mich irre crazy gemacht, ja. Und zwar, ich mag ja die Palette hier, dieses Armed and Gorgeous, überhaupt nicht. Dieses Grün, Leute, wenn das Grün so rauskommen würde, wäre das der Hammer, die Farbe. Ihr könnt diese Farbe super auftragen aufs ganze Lid, aber sie lässt sich einfach so, Entschuldigung, beschissen verblenden. Also ich will jetzt auch gar nichts Schlechtes sagen oder so. Wenn es nichts Gutes zu sagen gibt, muss man halt was Schlechtes sagen. Entschuldigung. Ich habe mein eigenes Geld dafür ausgegeben. Ich habe etwas mehr wie 50 Euro ausgegeben und dann halt so einen Code davon irgendjemand genommen. Ich habe von James Charles den genommen. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Ich habe den genommen von Adopt irgendwas. Da könnt ihr praktisch einen Shelter, also ein Tier-Adoptionsding unterstützen in den USA. Das habe ich genommen. Adopt Love heißt das, glaube ich. Und die Palette hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also die Goldtöne und so, alles mega, mega, mega schön und so. Aber Leute, es ist keine Kunst, Schimmer herzustellen. Also ich bin völlig unbeeindruckt. Also ihr habt gerade Paletten gesehen, die 9,99 € kosten. Ich meine, die, muss ich sagen, liegen nicht anders preislich. Also diese Paletten liegen so pro Stück einfach bei 12 Euro. Mega wenig Geld, aber ich zeige euch die trotzdem. Diese Armed and Gorgeous hat mich jetzt etwas enttäuscht, muss ich sagen. Dann habe ich zwei Favorites, die sage ich euch jetzt hier. Und zwar die Bling Boss Palette, die hat mir unnormal gefallen. Also wenn ihr euch ein bisschen uneinig seid, welche ihr haben möchtet, dann schaut euch doch ganz gerne diese Palette an. Und zwar ist das die lilane von beiden, von allen Firmen. Das ist so eine richtig tolle lilane Palette. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Da habe ich ganz, ganz schöne Looks draus geschminkt. Ich habe jetzt mir einfach die Zeit genommen, damit zu spielen und ein bisschen Looks zu kreieren im privaten Bereich, um zu schauen, ob ich die wirklich vorstellen möchte. Weil so eine First Impression ist bei diesen Paletten sehr unangebracht. Ihr könnt euch nicht vor die Kamera setzen und einfach einen Look kreieren. Das ist auch den Paletten entsprechend nicht in Ordnung. Das mache ich auch grundsätzlich nicht so gern bei anderen Paletten. Es gibt Paletten, wo ich weiß, das funktioniert, aber ich probiere die gerne mal vorher. Deswegen zeige ich euch die Hauls, dann vergeht ein bisschen Zeit und dann zeige ich euch, wie ich die fand. Diese Palette hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist die Ring the Alarm. Das ist einfach eine super schöne, warme, goldene, erdfarbene Palette. Da ließen sich die Töne wirklich perfekt verblenden. Das war nicht so schlecht. Ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise ich weiß nicht, was mit diesen Grüntönen. Also da ist auch nochmal so ein Grün drin. Diese Palette ist meine persönliche Favorite-Palette. Diese, das ist die Dark Magic-Palette. Die ist wirklich ein mega geiles Teil. Also das ist einfach, die Farben, Leute, sind, also sind butterweich, sind wirklich toll.
So von den Swatches her würdet ihr niemals denken, oh mein Gott, sind die scheiße oder so. Aber das Problem ist, wenn ihr die auf dem Auge habt und wirklich anfangt zu verblenden, hey, dann wächst euch ein Bart, sage ich euch. Das ist echt grausam. Nicht jede Palette, die ich kaufe, heißt, dass die super ist, Leute. Und das sage ich euch ganz ehrlich. Ich werde trotzdem die mal in Tutorials einbauen, weil ich die gerne euch zeigen möchte. Ich kann euch nur sagen, dass die Dark Magic, die Ring d'Alarm und die Bling Gloss sehr gut ist. Die Armed & Gorgeous, die erste Package, die so senfgelb eingeschlagen ist, die finde ich am schwierigsten. Also die sind, ich muss es dazu sagen, das ganze Ding kostet halt unter 50 Euro. Ihr kriegt vier Dinger mit jeweils 10 Farben. Das ist wirklich for free eigentlich. Ja, ihr zahlt, glaube ich, pro Farbe, ich glaube, $1,20 oder so. Ist eigentlich nicht der Rede wert, dass man sagt, okay, die ist scheiße. Aber dafür, was es halt so ein Riesentheater gegeben hat, hat mich das schon ein bisschen aufgeregt. Aber schreibt mir gerne in die, packe ich unten in die Kommentare, ob ihr darüber ein Video sehen möchtet. Ich kann das gerne machen, dass ich für euch so einen richtigen Look aus den neuen Sachen mache und die Palette ins Fokus setze. Das kann ich gerne machen. Und ich habe jetzt noch vom Beauty Bay einige Sachen bestellt. Bei Beauty Bay gab es wieder einen 25% Sale, wenn ihr für 110 Euro gekauft habt. Und das ist für Jenny ja gar kein Problem. Und zwar habe ich jetzt hier eine Sache, die, glaube ich, geht zurück. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist eine Foundation von LA Girl, die Pro Coverage Foundation. Und ich habe die in der Farbe Tan gekauft. Auf den Bildern sah die nicht so gelbstichig aus wie das hier. Ich werde versuchen, ob ich damit irgendwie eine Art Bronzerton-Foundation-Farbe rausbekomme. Ich habe die Sachen angefasst. Ich bin kein Typ, der das dann zurückgibt. Ich finde das voll ekelhaft, weil dann müssen die Leute es zurückschmeißen und ich probiere es einfach. Dann habe ich mir von Colored Rain, ich habe die jetzt in so eine Tarte-Verpackung gemacht, habe ich von Colored Rain die Vivid Bright Pigments gekauft. Und zwar 3 Stück davon. Das sind einzelne Lidschatten, die gepresste Pigmente sind, die praktisch die wirklich extrem stark pigmentiert sind. Und das sind halt nicht nur Lidschatten, das sind halt wirklich gepresste Pigmente, die ich praktisch gerne ein bisschen einarbeiten würde und einfach mal testen möchte. Ich habe sehr viel coole Sachen von Colored Rain gehört, aber leider noch nicht so viel selber benutzt sozusagen. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich kaufe da was von. Und dann habe ich mir 5 Crease Brushes von Wet n Wild gekauft, weil ich fand die mega gut. Mit den 25% habe ich, glaube ich, 1,50 € bezahlt, knapp für eine 1,55 € oder so bezahlt. Das ist halt voll der Essenspreis. Also ich habe jetzt gestern oder vor ein paar Tagen ein Video gesehen von Full Face of Wet n Wild von Hatice Schmidt. Und ich habe wirklich die meisten Sachen da. Wenn ihr das auch gerne sehen möchtet, ein Full Face of Wet n Wild, dass ich euch ein bisschen die Produkte zeige. Ich habe noch ein paar mehr Paletten da. Von Wet n Wild habe ich auch früher schon Sachen gehabt. Könnt ihr mir gerne unten auch reinschreiben. Dann habe ich 4 Lippenprodukte gekauft. Und zwar, jetzt habe ich das Ding eingeschaut. Und zwar habe ich hier den Dose of Colors Peachy von der I Love Sarahi Kollektion gekauft, weil er war damals out of stock. Als ich den damals gekauft habe, das war natürlich mega scheiße. Das war natürlich nicht, war ja nicht der Burner. Und dann habe ich den halt nachgekauft, als es den jetzt wieder im Restock gab und im Sale, weil ich war mir nicht ganz sicher. Ich mache jetzt kurz die Packung sauber. Boah, das sieht ja schrecklich aus. Ich habe jetzt hier voll die Pigmente. Und zwar habe ich mir den Peachy gekauft. Ich swatch euch den mal hier hin. Das ist so ein wunderschöner Peachton in Nude. Also sehr, sehr cool. Ich habe halt, wie gesagt, die anderen davon. Deswegen habe ich gedacht, kaufe ich mir das. Ich lege jetzt mal alles hier hin, was ich noch übrig habe. Ich verlinke euch die Seite von Beauty Bay gerne unten und dann könnt ihr praktisch in einzelnen Brands und Marken gucken nach den Produkten. Manche sind nämlich schon wieder aus dem Stock raus, deswegen lohnt es sich fast nicht für mich, das alles für euch niederzuschreiben, weil die teilweise out of stock sind und ihr dann da sitzt und ihr findet die nicht. Dann habe ich mir noch die Thick as Thieves, den Liquid Lipstick von Jeffree Star gekauft. Also das wäre dann jetzt schon der x-te, den ich habe. Ja, habe ich mir ein bräunliches Nude gekauft, was mir sehr gut gefallen hat. Wie alle anderen auch. Und dann habe ich mir noch die Farbe Dominatrix gekauft. Und zwar, ich wollte ein ganz krasses, dunkles, sattes Rotbraun haben. Und natürlich habe ich bei
Ich habe jetzt auch voll viele von Jeffree Star, nicht alle, aber da wird es auch nicht so kommen, weil da sind halt auch viele Farben dabei, wie, ach, keine Ahnung, Prom Queen und die sind nicht alle heißen, die sind so richtig pink. Und dann habe ich mir einen Liquid Cream im Petal the Rose gekauft von Jouer, weil ich habe von Jouer auch noch ein paar andere Produkte gekauft und habe mir dieses wunderschöne Rosé Rosenholz Nude mitgenommen. Mega schöne Farbe. Ich habe ja die anderen Produkte davon auch schon, und zwar solche Lip-Topper. Und davon war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss sie auf jeden Fall mitnehmen. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, sind die Retractable Brow Pencils. Und zwar, ich habe mir Backups gekauft, weil ich habe hier in meinem Augenbrauen-Schublädle habe ich mir diesen Augenbrauenpinsel. Und zwar kommt er in so einer Tränenform. Seht ihr das? Da könnt ihr praktisch wirklich ziemlich exakt, also ihr seht ja, das ist wirklich, das ist so ein, ja, so ein tropfenförmiger Augenbrauenstift, der wirklich etwas wachsig ist. Aber ihr könnt wirklich wahnsinnig gut die Augenbrauen damit machen. Und ich war so begeistert von der Qualität, dass ich mir jetzt noch mal ein bisschen was Dunkleres geholt habe für die hintere Partie. Und muss sagen, ich war unnormal begeistert von den Produkten und habe jetzt praktisch deswegen mir noch mal etwas dunkler was gekauft. Dann habe ich mir meinen allerersten Stila Magnificent Metal gekauft. Die Dinger sind schweineteuer, aber bei 25% weniger hat sich das wirklich gelohnt. Die Stila Magnificent Metals hat wohl sehr revolutionär dafür gesorgt, dass das Auftragen von Glitzer so einfach geworden ist. Ich zeige, ich swatch auch nur ganz wenig davon. Und so seht ihr das. Das ist die Farbe. Das ist der Glitter and Glow in der Farbe Gold Goddess. Ich habe tatsächlich eine Farbe genommen, die ich auch wirklich nutzen würde, gerade jetzt in den Winterzeiten. Das tragt euch einfach aufs Lid auf. Das ist praktisch so wie Glitzer gemischt schon mit einer Art Kleber. Ist kein günstiges Produkt. Ich wollte es halt mal probiert haben, weil alle reden davon. Da will ich natürlich nicht uncool sein. Und habe mir das jetzt mal geholt und ich finde die schon heftig. Nicht, dass ihr das nicht mit losen Glitzer auch schaffen würdet, aber es ist natürlich schon eine Evolution, einfach so ein. Ich sage jetzt mal so, die Arbeit mit Glitzer ist halt unfassbar dreckig. Also ihr müsst wirklich gucken. Ich habe ja auch von ColourPop und von, ich glaube, von BH Cosmetics diese Eyelights. Da bin ich jetzt nicht so voll Enthusiasmus, weil die einfach nicht so der Qualität entsprechen, wie ich es eigentlich gehofft habe. Aber ich habe mir noch einen Glyaluronic Acid Toning Solution. Und zwar, ich habe vom Pixi das Glow Tonic zugesendet mal bekommen. Und mir hat es so gut gefallen, aber ich kann mich nicht überwinden, so viel Geld auszugeben, weil so ein Glow Tonic ist halt echt teuer. Und das soll einfach nur dafür sorgen, dass praktisch eure Haut praktisch wie chemisch gereinigt wird. Und da hat jetzt The Ordinary praktisch sowas rausgebracht. Das gebt ihr einfach auf euer Wattebäuschen. Und da könnt ihr zum Beispiel gerade so abgetragene Haut und Fetzen und so einfach alles runter machen. Ihr solltet nicht zu viel machen davon, weil es ist immer noch eine Art Säure, wie eine Art Fruchtsäure. Und deswegen müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein und testen, ob es euch gefällt. Dann habe ich noch zwei Jouer-Blushe mitgenommen. Und zwar, ich habe mir jetzt nochmal das Set Flirt mitgenommen. Ich habe auch die anderen. Und zwar Kokett und das andere, wie heißt das? Wie heißt das? Adore. Also das ist Adore, das ist praktisch so ein bisschen peachig. Und dann habe ich mir noch, das ist halt mein Lieblings, das ist das Lieblingsding, das ist Kokett. Die sind halt alle sehr, sehr, super, super schön. Das war aber allerdings ein Sammelitem, wo ich gesagt habe, hey, die Blushes sind wirklich unfassbar gut. Also die sind so geil im Auftrag, das ist echt heftig. Und dann habe ich jetzt immer wieder bei ganz vielen YouTubern gesehen, dass auch die Bronzer von Jouer sehr gut sein soll. Ich bin natürlich, was sowas angeht, ein verdammtes Verpackungsopfer. Also die Jouer-Produkte kosten alle so um die 30 Euro. Ich würde never ever jemanden zwingen, für die paar Sachen hier 100 Euro auszugeben. Ich habe die alle in einem Sale gekauft. Ich habe nie mehr wie 60% oder 70% des Preises bezahlt. Ich habe die letzten gekauft im 30% Sale. Da war ich halt relativ schnell, dass ich diese Dinge überhaupt noch kriege. Und den habe ich mir jetzt mitgenommen. Die sind beide nicht ganz matt, aber auch nicht so glänzig. Und das war's jetzt. Ich werde euch jetzt hiermit verkünden, dass ich halt definitiv auf einem Low-Buy jetzt gehen werde. Ich habe jetzt wirklich eine derart große Sammlung angesammelt.
und werde jetzt bis praktisch zum Black Friday nur noch einkaufen, wenn praktisch Beauty Bay 30% hat oder so. In den Drogerien werde ich mich auch sehr zusammennehmen. Also ich habe wirklich die Paletten gekauft, weil ich hatte jetzt auch ein bisschen Payback-Punkte und so. Also ich versuche das jetzt hiermit zu begründen. Ich habe eine sehr ausgedehnte Make-up-Sammlung, also wirklich enorm viel Make-up. Und wir werden jetzt halt die nächsten Monate natürlich auch das Geld brauchen, um unser Schlafzimmer. Wir kriegen ein neues Bett. Das hat mein Papa mir zum 30. Geburtstag geschenkt. Da freue ich mich auch wahnsinnig. Ich habe mir ein Boxspringbett gewünscht mit einem Unterbettkasten für meine ganzen Taschen und für Hüte und für alles Mögliche, was man so im Winter halt auch hat. Zum Beispiel die ganzen Jacken, die wir haben. Das ist abartig, was wir da teilweise haben. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, möchte ich für meinen Teil schon so ein bisschen gucken, dass ich jetzt nicht zu viel anhäufe, weil es einfach zu viel ist für mich. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das versteht, weil ich sage euch ehrlich, Leute, ich lade dieses Video, ich glaube doch am Samstag hoch. Ich glaube, das habe ich euch heute schon, klar, am Samstag. Weil jetzt für morgen habe ich nämlich eine Make-up-Wishlist vorbereitet. Das heißt sowas wie ein Anti-Haul und ein Nicht-Anti-Haul. Viele der Produkte, werdet ihr merken, finde ich zwar sehr schön, aber ich habe schon so ähnliche Sachen. Ich habe zum Beispiel hier von den Liquid Metals, Leute, die kosten halt 27 Euro. Das ist halt echt kein Joke, ja. Also ihr bezahlt halt wirklich. Also ich könnte das meiner besten Freundin schenken und eine kleine Bonbon-Tüte drüber und ihr sagen, wow, ich habe dir ein super Geburtstagsgeschenk, die würde mich angucken wie ein Auto. Aber es sind wirklich teure Sachen. Und ich möchte das auch nicht so variieren, dass man praktisch nur, weil man. Also ich habe dieses Make-up schon gekauft, bevor ich YouTube angefangen habe. Ich bin trotzdem in den DM. Ich hatte Freundinnen und jetzt ist die Alida jetzt auch noch im Boot. Jetzt habe ich es noch viel schwerer. Ich habe Freundinnen, die haben Make-up, aber keine der Freundinnen macht es so expressiv, wie ich es einfach tue. Ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr schöne, habe ich ganz vergessen, Brushes gekauft, die wirklich butterweich sind. Da habe ich auch zwei von gekauft, die ich jetzt gerade die ganze Zeit benutze, um meine Hourglass-Puder aufzutragen, was ich jetzt auch übrigens drüber trage. Und zwar das Dimlight trage ich hier über meine Haut. Deswegen gibt es halt so einen Glow, aber nicht im fettigen Sinne, sondern einfach in diesem Glow. Und ich möchte halt einfach auf einen krassen Low-Buy gehen bis Dezember, weil ich möchte halt definitiv, wir brauchen noch ein paar Möbelstücke. Ich habe mir einen sehr, sehr, sehr schönen Sessel rausgesucht. Ich zeige euch den mal hier. Das ist ein IKEA-Sessel. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall in einem Samttürkis. Das wird praktisch mein Make-up-Sessel werden. Der Sessel ist super bequem. Ich werde dann so ein Kallkissen reinmachen, dass ich, wenn ich Make-up mache, dass ich ein bisschen höher sitze. Und ich möchte einfach explizit mehr auswählen. Ich hoffe, ihr habt das auch gemerkt, dass ich zum Beispiel jetzt nicht nur alles gekauft habe, was mir gefallen hat, sondern auch Sachen, die ich wirklich tragen würde. Für die Leute, die jetzt ganz neu eingeschaltet haben, wirkt das bestimmt völlig bescheuert, was ich jetzt sage, weil die einfach denken, oh, guck mal, die hat ja jetzt 100 Paletten gekauft oder so in diesem Jahr. Das mag zwar sein oder es könnte sein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt wirklich so viele Sachen und ich muss jetzt einfach auch, ich will jetzt erstmal schauen, was zum Beispiel brauche ich wirklich und was brauche ich halt nicht. Ich habe halt wirklich zum Beispiel eine Obsession für Highlighter und Lidschattenpaletten. Das wird sich niemals verändern. Lippenprodukte sind auch mein Jam, aber mittlerweile halt sehr viel High-End. Davon kann ich mir halt immer nur ein, zwei, drei Stück im Monat kaufen. Ich habe mittlerweile wirklich nicht mehr so arg viel, sag ich jetzt mal, nicht High-End auf den Lippen, außer jetzt so Glosse. Ich habe, okay, Kiko ist jetzt für mich auch schon fast High-End, weil es so billig ist, das halt auch nicht. Ich habe sehr viele Essence-Lippenstifte. Ich habe auch super viele, auch solche zum Beispiel. Ich sag halt nur so die, wenn ich mir halt ganz safe bei irgendwas sein soll, dass was hält, dann nehme ich eigentlich mein High-End, weil ich mir da 100% sicher bin. Ansonsten trage ich nur sehr gerne Essence und Maybelline, die trage ich auch noch sehr gerne. Aber ich möchte jetzt einfach erstmal umziehen und praktisch alles schön machen. Und gegen Weihnachten wird es dann auch wieder eskalieren. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich habe jetzt auch einfach einen neuen Job, worauf ich mich wahnsinnig konzentrieren muss und möchte. Ich hoffe, das versteht ihr auch. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass diese ganzen Sachen einfach in meinem Besitz sind. Selbst dieser blaue Liquid Lipstick. Weil Halloween kommt jetzt auch. Wir werden sehr viele Freunde hier haben. Ich werde euch den Look, den ich kreiere, mitfilmen und dann später ein Voice-Over drüberlegen, weil das wird ein sehr aufwendiger Look, das kann ich jetzt schon sagen.
Ich möchte einfach, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel, deswegen, ich möchte auch gucken, dass ich fast jeden Sonntag alle 2 Wochen einen Anti-Haul hochlade, damit ich euch informiere, auch über die Sachen in der Drogerie. Das würde ich sehr gerne machen. Das würde ich auch gerne auch national praktisch einbinden, dass ich euch einmal zeige, was möchte ich. Ich habe zum Beispiel YouTube Let Me Buy die Morphe-Paletten gekauft, aber ich könnte eigentlich die Hälfte davon. Ist jetzt nicht etwas, was ich gebraucht hätte. Ich finde sie sehr, sehr schön, aber ich bin auch mal, also oft sehr enttäuscht von der gewesen. Das weiß ich zum Beispiel, ist bei den Essence-Paletten für 10 Euro nicht. Ihr braucht doch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch etwas leistet. Aber überlegt einfach ganz genau, was ihr möchtet. Zum Beispiel, ich weiß, dass die Jouer Blushbooks derart geil waren, dass ich gesagt habe, ich möchte alle besitzen. Und was halt auch mega ist, die Größe. Die Größe ist perfekt. Ich habe auch einige Sachen in meinem Anti-Haul, die ich euch morgen zeige, welche ich eigentlich sehr schön finde, aber eigentlich nicht irgendwie befürworten kann. Teilweise stimmt der Preis nicht oder ich krieg's überhaupt gar nicht, ja. Ihr sollt einfach sehr zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Es ist überhaupt keine Not. Ich werde auch keine Produkte mehr von Laura Lee und Manny MUA kaufen. Ich bin einfach nicht mehr auf dem Trip. Ich habe auch beide deabonniert. Ich fand das ganze Drama ganz schrecklich. Ich habe auch mittlerweile mega den Spaß an diesen Videos verloren, weil Laura Lee, ihre Stimme ist grausam. Also ich weiß, ich komme damit gar nicht zurecht. Manny hat eine Wahnsinnspalette rausgebracht, aber dadurch, dass ich ihm auch nicht mehr folge, ist mein Interesse weg. Jeffree Star ist und bleibt einfach meine Number One Marke, wo ich einfach unterstützen möchte. Ich bin ein ganz großes Fangirl von ihm. Und er hat auch wirklich tolle Produkte. Dieses Jahr hat mich jetzt nur die Thirsty-Palette etwas enttäuscht, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich defollow ihm und mach nichts mehr. Wie gesagt, seid einfach sehr viel wachsam mit eurem Geld. Das ist sehr wichtig. Auch wenn ihr zum Beispiel solche Hauls macht. Es ist jetzt ein Haul, den ich jetzt über 2 Monate habe. Also es ist jetzt nicht, den ich jetzt alles gehäuft habe. Ich habe die Primark-Sachen. Ich habe jetzt aktuell eigentlich nur die Paletten und die Beauty Bay-Sachen gekauft. Der Rest, so der kleinen Scheiß, habe ich auch schon vorher. Eines der Blush-Bouquets vom letzten Mal, die habe ich schon leider vergessen zu zeigen. Und deswegen kauft einfach ein, was euch Spaß macht, was euch Freude macht vor allen Dingen und vor allen Dingen, was ihr auch irgendwo, ich meine, wenn ich euch einen Highlighter zeige, der 4 Euro kostet, ja, ich werde mir von den Highlighter-Squads keine kaufen von Fenty Beauty, die werde ich mir auf Weihnachten wünschen. Die Foundation interessiert mich und das Lip Balm, weil ich arbeite jetzt halt einfach auch mega viel in der Nacht. Das bedeutet halt für mich auch, dass ich nicht die Zeit haben werde, den ganzen Tag im Dreieck zu rennen, wegen irgendwelchen Produkten. Augen-Make-up wird auch nicht mehr so stark ausfallen. Und wenn das neue Zimmer steht, wird auf jeden Fall fett ausgemistet. Da seid ihr aber auf jeden Fall dabei. Da wird bestimmt einige Paletten dabei sein, die nur geswatcht wurden. Die werde ich euch vielleicht auch weitergeben, weil eigentlich habe ich da keine Probleme mit, weil die Sachen sind nagelneu bei mir, könnt ihr euch denken. Also ich bin bestimmt kein Schweinchen oder so. Und ich hoffe, dass ihr einen wunderschönen Samstag habt. Wir sehen uns dann morgen bei meinem Anti-Haul- und Wishliste-Video wieder. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen.